Hallo Leute, herzlich willkommen zu Mad Mike's Dörpioten. Wir sind heute hier in Marvel Heroes und wieder ganz am Anfang. Bedeutet nichts anderes als, wir hatten Release Day heute. An diesem wunderschönen Tag habe ich jetzt endlich die Chance, euch den Anfang zu zeigen, wie es richtig losgeht. Wir haben am Anfang also die Wahl von 5 Helden. Den Rest müssen wir entweder finden, das kann durch Blaupausen basieren, oder ganz einfach im Shop kaufen. Daredevil, Storm, Hawkeye, Scarlet Witch oder Thing. Ich hatte mich das letzte Mal in der Close Beta ja in diese nette Dame hier verliebt, deswegen bleibe ich mal bei den Weibchen. Scarlet Witch ist eine Range Controller und macht ganz schön viel Aua. Storm ist sicherlich auch nicht schlecht und Daredevil sicherlich auch nicht und das Thing ist jetzt auch nicht gerade doof, aber insgesamt ist Range schon ziemlich cool. Wobei, sie ist ein Ranged Controller, das ist ein Ranged Blaster. Blaster hört sich mehr nach Schaden an, während Controller... Ach, wisst ihr was? Ich fange trotzdem mit ihr jetzt schon mal an. Anfänglich war es zumindest in der Close Beta so, dass man eine kleine Story hat. Die verfolgen wir dann gleich mal voller Wonne und gucken, was Marvel Heroes so auspackt. I am Uatu, the Watcher. I have been charged with observing your world since before humanity reigned as the dominant species. I have watched your greatest explorers become your greatest heroes. I have watched you turn accident into triumph. I have watched selfless acts define a lifetime. I have seen the flash of genius define the future. I have watched legends born. And return when most needed. I have watched adversity turn into purpose. Over and over again, I have watched all of this and so much more, because that is the task bequeathed to me by the universe. But I can stand by and watch no more. I have watched you, Victor von Doom. I know what you are planning, and it cannot be allowed. Humanity is at an important crossroads. The future of your species is at stake. So today, I have broken my Watcher's vow to never interfere with the course of humanity. I am here to stop you. I have so little respect for those who do not know their place. You do not know the power you abuse. And you do not seem to know how to be silent. The power of the cube is mine to control. You were a fool to come here. You have no one to blame but yourself. Please, no human can hold such power. You're wrong! I fight to defend my friends. Heilige Scheiße, habe ich eine Gänsehaut. Was für ein perfekter Auftakt von Marvel Heroes. Ich muss sagen, sie haben das Ganze sehr schön eingepackt. Und nun wissen wir auch, wen es eigentlich an den Kragen gehen soll. Dr. Van Doom hat mal wieder
eine Möglichkeit gefunden und wir werden gleich mal gucken, ob wir das unterbinden können. Dran denken, oh ja, es hat sich grafisch ein bisschen was getan. Dran denken, das Ganze hier ist jetzt nur das Intro. Ihr kommt natürlich nachher in eine große Lage von vielen, vielen anderen Helden, die alle irgendwie, naja, Klone sind, weil alle gleich aussehen, weil es natürlich auch alle sind, am Anfang zumindest. So, wir machen mal jetzt unseren Weg hier. Achso, ganz kurz, es ist auf Englisch jetzt momentan, wie es aussieht. Ich habe es aber auf Deutsch gestellt. Scheinbar ist die Lokalisation in Deutsch noch nicht so ganz vorangeschritten. Finde ich ein bisschen schade. Ich guck mal, vielleicht kann ich es auch irgendwo nochmal umstellen. Ich guck mal kurz für euch nach. Aber eigentlich habe ich das... Ah ne, hier ist tatsächlich... Guck doch mal, Deutsch. Ah ja, okay. Ich versuche es später nochmal mit dem Restart. Stört euch jetzt nicht dran. Wir wollen ja gucken, wie es losgeht. Das wollte sie wahrscheinlich nicht sagen. Dann gehen wir erstmal zu Vision. Und Vision schubst uns direkt mal zum ersten Einsatzort. Und da gibt es direkt wieder eine kleine Cutscene. Dementsprechend Schnauze. Director of S.H.I.E.L.D. I've called you here because we have a bit of a situation. As we speak, the supervillain prison known as the Raft is under attack by agents of Hydra. Several prisoners have already escaped their cells. Level 7 threats. Like Green Goblin, Sabretooth, Living Laser, Dr. Octopus. Some have even escaped the island. S.H.I.E.L.D. has agents on site, but we need your help. Get to the raft and do what you can. Good luck. Das ist jetzt prinzipiell das Intro, also sprich das Tutorial, wollte ich eigentlich sagen. Und hier lernt man mit den ersten Sprüchen um sich werfen, mit den ersten Fähigkeiten umzugehen und kann sich so einfach ein bisschen auch umgucken. Das ist übrigens das Door, wenn man X drückt oder einfach auf diesen kleinen Button hier unten draufklickt, kann man sich angucken, was man so noch erstehen kann von den verschiedenen Helden. Entschuldigung. Oder den Kostüm etc. pp. Und ich muss gucken, die Kosten sind immer noch gleich geblieben, wie es aussieht. Thor war einer meiner Lieblinge in der Testphase, wenn ihr euch alle Videos mal angeguckt habt. Und richtig cool ist auf jeden Fall Phoenix, die macht ganz schön viel Aua. Aber es gibt natürlich auch diese Helden, die wirklich unheimlich gerne gespielt werden, wie zum Beispiel Deadpool. Ich habe momentan 0 Credits, vielleicht gebe ich mal irgendwann ein bisschen Geld aus und zeige euch dann noch ein paar andere Helden, die ich damals nicht angespielt habe. Oder ich finde welche. Das war ein Checkpoint, nicht wundern. Und ja, hier geht's direkt los. Hauen direkt mal ein paar, ich glaube Hydra waren das, oder? Ne, ja doch, Hydra, Hail Hydra. Left click to attack, das machen wir hier mal großartig. Und da ich ja eine Hexe bin, kann ich aus der Ferne mit meinen, tja, was ist das eigentlich? Gucken wir gleich mal nach. Das sind Hexbolts angreifen. Die Musik ist immer noch großartig, war sie schon im Test, hat sich nicht geändert, richtig klasse, richtig schöne rockige Musik. Da macht es auch gleich doppelt so viel Spaß, die Hydra-Soldaten aus dem Verkehr zu räumen. Piu, piu. So, also wir haben ein paar Super-Schurken, die ausgebrochen sind und ich muss sie im Prinzip wieder einfangen. Habe ich eigentlich einen zweiten Spruch? Ja, stimmt, ich habe den hier noch. Right-click for the second power. Das hier ist der Hex-Orb. Unleash an Orb of Chaos that stuns enemies in its path. Das heißt, hier werden dann Gegner gestunt. Gucken wir gleich mal, ob ich den vielleicht faktisch gut einsetzen kann. Stun, töten. Und ja, hier in diesem Spiel töten wir definitiv Gegner. Hier werden sie nicht einfach nur aus dem Verkehr gezogen, hier werden sie definitiv umgebracht, weggenuked. Weggesappt, weggepew-pewt. So, dann haben wir hier direkt einen Light Bodysuit gefunden. I gedrückt, Rechtsklick drauf und angezogen. Das Ding gibt direkt nochmal 6 Defense und das ist ziemlich cool. Und noch ein bisschen mehr. So, das hier sind Lebensbubbles, wenn man mal gerade getroffen werden sollte. Hier hat man es gesehen unten links. Sieht so ein bisschen aus wie Diablo. Ist ja auch ein Hack and Slay in der Richtung. Nur ohne Schwerter. Es sei denn, man spielt Deadpool. Das sind welche von mir. Hupsa. Hey Jungs, das heißt links hat man die Health Points und rechts hat man Spirit, das ist nichts anderes als Mana. Und den Jungs da unten helfen jetzt erstmal. Lass die Shield Agents in Ruhe, den brauche ich nicht. Man kann die Gegenstände, die man aufsammelt, natürlich auch nachher verkaufen. Am Anfang ist es noch okay, da kann man eigentlich alles einsammeln. Später sollte man sich das schwer überleben, denn wie es so in Hack and Slay ist, ihr kriegt massenweise an Zeug. Tippe, 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 runter. Das Schöne ist, ich spiele es jetzt nochmal. Das heißt, für mich persönlich ist es nichts Neues, aber vielleicht für euch. Das heißt, ich weiß, was hier jetzt noch kommt. Und ich weiß definitiv, dass ich Scarlet Witch immer spielen wollte. Und da komme ich. Achso, ich kann es nicht einsammeln, weil ich genug Headpoints habe.
Du wagst es, du Schweinchen. Runter von meiner Plattform ist meins. Zack, geheilt. Manchmal ist Zielen gar nicht so einfach. Man kann die Shift-Taste natürlich wie in jedem Diablo-Spiel einfach runterdrücken. Und dann steht man stationary rum und kann in der Gegend rumhexen. Oder schießen. Oder Dinge werfen. Checkpoint. Ja, okay, da ist ein Shield-Agent schon auseinandergefrickelt. Bewegen. Jawohl. Man kann also auch Schüssen ausweichen, wie ihr gerade gesehen habt. Hoffe ich zumindest, dass ihr gesehen habt. Also wenn man hier so ein bisschen zum Beispiel den Stun raushaut. So, hier haben wir zum Beispiel was gefunden, was ich nicht anziehen kann. Die Protective Armor ist für Iron Man, aber ich habe Handschuhe und die legen wir auch mit dem Rechtsstick direkt wieder an. Da wird ziemlich heftig gekämpft, da oben. Was, wir helfen euch direkt mal. Agents under fire, kein Problem, ich bin da. Die Hexe rettet euch und wird hoffentlich nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt. XP! Bing, 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 bing. Aber es dauert noch ein bisschen, bis man eine Stufe macht. Dementsprechend müssen wir noch ein bisschen weitergehen. Es ist, wie gesagt, das Tutorial. Und das Tutorial ist auch nur dafür da, dass man was lernt. Und ein bisschen versteht, wie das Spiel eigentlich geht. So, jetzt haben wir die Augen und Ohren hier drin. Das ist hervorragend. Dann weiß ich auch schon, wo es lang geht. Immer diesen Fragezeichen, den goldenen, hinterherlaufen. Kennt man schon aus anderen Spielen. Hat sich nicht geändert, hat sich bewährt. Dementsprechend was übernommen. Das ist in Ordnung. Bewährtes darf man gerne übernehmen. Das ist dann nicht geklaut, also nicht verwechseln. Das Ganze ist ein Free-to-Play. Und zwar ein richtiges, gutes Free-to-Play. Ich muss noch gucken, wie weit man ohne Geld kommt. Und das machen wir halt in den jetzigen Episoden. Noch würde ich... Oh, oh. Here they come. Was kommt denn? Hail Hydra. Na, aber nicht lange, du. Wie weit schießen eigentlich meine Hexbolts? Ja, doch. Ich bleib mal stationary. Die sind recht langsam. Ich hoffe, ich kann dann irgendwann mal ein bisschen schneller schießen. Freundchen, werd nicht frech. Know your place. Ich muss die Maus, glaube ich, ein bisschen höher stellen. Also ein bisschen schneller stellen. Ist ein bisschen arg langsam in der Reaktion. Selbst für mich alten Mann ist das zu langsam. So, mal kurz hier unten gucken, bevor ich nach oben laufe. Manchmal gibt es hier unten nämlich auch noch ein bisschen was zum Uplooten. Und wenn es nur ein bisschen XP ist... Na, sag ich doch, XP. Und nochmal Gloves. Mal gucken, ich habe, glaube ich, graue an. Plus 5 Damage und die Dinger machen auch plus 5 Damage. Ja gut, dann werden sie nachher verkauft. Auch wieder ganz wichtig, Inventar ist sehr limitiert. Und dementsprechend immer ein bisschen aufpassen mit eurem Inventar. Es wird sehr schnell voll werden. Powerpoints, Level 2. Yeah, baby, yeah. Nice. So, dann kann man hier draufklicken und kriegt natürlich seine... Ah, diesmal haben sie es nebeneinander gepackt. Da kann man direkt sehen, was man wie verteilt. Letztes Mal waren es noch Tabs. Und wir haben Decimation, Negation und Disruption. Also Unterbrechung, Negierung und Dezimierung. Dezimierung hört sich ziemlich nach Schaden an. Gucken wir mal direkt. Klar. Ne? Dann haben wir irgendwann den Combustion Hex. Use your Hex Powers to cause an area to burst into flame that burns enemies. Und wer es in Deutsch haben möchte, ist einfach ein Area of Effect, der meine Gegner... laufende Fackeln verwandeln wird. Die verschiedenen Hexes, okay. Blast an enemy with a hex that renders it vulnerable to mental and energy attacks. Also es verwundbar machen, während das hier einfach nur Schaden macht. Und blast an enemy with a hex that renders it vulnerable to mental and energy attacks while also regenerating your spirit. Hm, praktisch. Haben wir noch ein bisschen Schaden? Es dauert ja noch ein bisschen. Ich möchte nur mal ganz gucken, was ich reinpumpe, denn nachher möchte ich nach und nach natürlich, auch Fähigkeiten haben, die viel Schaden machen. Activate another Tempest und call forth a Tempest of Chaos Magic that renders the minds of enemies around you. Hm. Macht ja nicht wirklich Schaden hier bis jetzt. Was haben wir hier? Passive. Was ist Passive? Das ist natürlich auch schön. Das Ding... Das ist ein Hex. Den habe ich im Übrigen noch... Habe ich jetzt durch eine Fähigkeit... Durch einen Anzug, glaube ich, gelernt. Nehmen wir mal mit raus. Use a Hex to eliminate enemy advantages and render foes vulnerable to attacks. Das ist ein Debuff. Defense wird runtergesetzt. Das hier ist ein Shroud. Oh, da gibt es eine ganze Menge. Das ist wirklich ein Controller eher als alles andere. Also ich denke mal, ich gehe mal mit dem klassischen. Ich mache jetzt einen Punkt hier rein. Ich habe einen Punkt da. Und pack den anderen noch in... den hier. Das ist nämlich ein Passiv. Der hat eine 5,8%ige Chance, sich zu aktivieren. Dadurch werden... Attack Speed reduziert beim Gegner, Critical Chance reduziert, Weak. Oh, da kommt eine ganze Menge an Debuffs raus. Das ist nice. Nehmen wir rein. So.
Genug gelabert, jetzt gehe ich nochmal hier runter. Es sind zwei Fragezeichen. Das eine ist Trouble at the Raft und das andere ist, achso, sind beides. Ja, dann gehe ich mal zum Grid Control. Jetzt muss ich dran denken, jetzt habe ich natürlich die A-Taste belegt, dass ich die auch ab und zu nutze. So zum Beispiel. Und wir sehen, dass es hat einen kleinen Radius, also es ist wirklich so, dass es nicht nur einer ist, der getroffen wird. Kann man gut kombinieren. Okay, also sie schießt ziemlich scheiße, muss man mal sagen. Und hier versucht eine auszubrechen. Gute Frage, wer es ist. Die Gloves nehme ich noch mit und jetzt schalten wir erstmal hier den Strom wieder an. Zack. Oh, oh, Living Laser. Direkt erstmal den Debuff drauf sprechen und Attacke. Ich bleib einfach stehen. Ich möchte mal gucken, wie lange ich es aushalte gegen ihn. Ja, teleportiert. Ein kleiner Drecksack. Und den Debuff sieht man sehr schön. Er hat ja hier diesen... Dings, genau, Medkit nehmen. Keine Lust, jetzt hier irgendwie jedes Mal so einen Strahl auszuweichen. Den Debuff sieht man dadurch, dass er das um den Kopf hat, dieses Gefrickel, das Pinke. Und da ist er auch schon down. Sehr schön. Gibt nochmal eine ganze Menge XP. Ist ganz wichtig, sofort einsammeln, weil die sich nach und nach nämlich alle auflösen. Ja, eine Living Laser Medal bekommen. Gibt plus 7 Spirit, 3% Chance, um einen Laser abzufeuern. Sehr nice, direkt mal anlegen. Einen Cape habe ich gefunden und grüne Handschuhe. Und ihr seht schon, gibt nochmal plus 1 auf Current Rank of Chaos Magic. Mit P, Power geguckt. Current Rank of Chaos Magic. Ja, keine Ahnung. Oh, was ist das denn hier unten? Unmake Reality. Unravel nearby reality with a wave of uncontrollable chaos. Tut's das automatisch? Ah ne, Unlock at Level 30. Ups, ich habe schon gewundert. Ich hoffe, der kommt nicht raus. Flying Capes. Wer die Untouchables gesehen hat, weiß ganz genau, dass Capes dazu Sorgen tragen können, dass man relativ schnell von einem, naja, zum Beispiel von einer Turbine von einem Flugzeug ergriffen wird und direkt platt ist. Keine Ahnung, warum die Superhelden das hier bei Marvel immer noch haben, die meisten, aber es ist immerhin auch schick. Hm, Fashion Sense und so. Noch ein Bodysuit, nehmen wir wieder mit. Ich gewöhne mir schon an, direkt einen Debuff auszusprechen, das geht nämlich recht schnell. Zack. Gucken wir uns mal ausweichen. Oh ja, das folgt mir, dann nehme ich ihn halt an. Hey, grünen Bodysuit gefunden. Und der hat plus 6 Defense und 3 auf den Venerating Hex. Und das Ding kann ich nicht anziehen, weil es für Storm ist. Ups, mein Fehler. Ja, stimmt ja, dann kann ich auch noch. XP! Also für die Künstler unter euch, die relativ schnell mit den Tasten umgehen können, dürfte das alles keine großartige Problematik sein, die Tasten gut zu drücken. Zum Beispiel die LOL-Spieler unter euch werden das recht schnell hinbekommen, klar. So, gestunt. Das Ding folgt mir aber leider eher auf Schritt und Tritt. Ich bleib nochmal stehen hier. So. Und ich muss ja eigentlich in die andere Richtung, aber es ist wirklich wichtig, sich hier überall umzugucken. Es könnte überall irgendwelche Loot rumhängen. So, Hexen. Hex, Hex. Machen es wie die. Upsa. Wie die Bibi Blocksberg. Und schlagen euch demnächst meinen kleinen Kartoffelbrei um die Ohren. Aber ich glaube, sie kann so fliegen irgendwann. Also zumindest schweben müsste sie können. Hier sieht es relativ normal aus. Hier geht es noch durch, okay. Ach, das war auch ein recht guter, muss ich sagen, Radius gerade. Hier wird nicht auf mich geschossen, hier wird gestorben. Ah, sieh mal einer an, da ist noch was. Hi ho. Da kommen gerade welche, die machen wir noch weg. Nehmen noch kurz die Credits mit und dann gucken wir mal, was der gute Mann hier möchte. Was los? I just got a report that Venom was sighted leaving the raft through the ventilation shaft. Ja toll, also es ist Venom ist weg. Norman Osborn als der Green Goblin ist ausgebrochen. Und ach nee, der Green Goblin möchte ausbrechen. Das heißt, wir finden ihn und versuchen ihn dann doch wieder einzusperren. Okay, neue Objective gefunden. Hier ist noch ein Checkpoint und ich werde jetzt trotzdem erstmal in die andere Richtung gehen, denn hier ist, ja, ich glaube, die andere Richtung ist doch erstmal besser. Beim ersten Mal Intro spielen habe ich mich schon mal hier verlaufen. Nicht wirklich verlaufen. Ich meine, ich bin ja zwar eine Frau jetzt gerade hier als Charakter, aber habe nicht die Navigationsfähigkeiten einer solchen. Man sagt es Frauen zumindest nach. Das soll jetzt nicht sexistisch klingen, ist es aber wahrscheinlich trotzdem. Ja, wäre ich mal zuerst hier reingegangen.
Schnell nochmal kurz Power angeschaltet. Dann haben wir diese Objectives auch mal schon gemacht. Gibt nochmal XP. Sehr nice. Und die restlichen Zellen sind somit abgeschlossen. Jetzt können wir uns um den Green Goblin kümmern. Ich hoffe, ich schaffe es, ihn aufzuhalten gegen den Living Laser. Damit er nicht ausbricht und Unfug da draußen macht. Ach, diese Musik ist herrlich. Ich kann die stundenlang hören. Da, da, da. Da, da, da. Ach, das ist eine kleine Truhe, die kann ich noch looten. Da gibt es bestimmt einen Health Pack. Oh, 3 Health Packs, das ist natürlich super. Mir wäre es manchmal ganz lieb, wenn ich einfach nur drüber laufen könnte und sie einsammle, aber in dem Fall muss ich sie anklicken. Da sind wir schon. Endfight des Tutorials gegen den Green Goblin. Da sieht man es auch schon. Time to play. So, Debuff. Stun. Ist ja, glaube ich, wahrscheinlich immun dagegen. Den Debuff hat er jetzt gar nicht gehabt. Oh ja, aus der grünen Suppe raus. Das ist das Erste, was ich euch raten kann an der Stelle. Und ansonsten den Debuff aufrechterhalten. Gucken wir, ob wir es doch vielleicht stunnen können. Ja, können wir, aber nur ganz kurz. So, jetzt schmeißt er seine blöden Kürbisse. Ich heile mich mal zwischendurch ein bisschen. Also, ich muss sagen, die Encounter sind schon ziemlich cool gemacht. Venom ist später auch richtig geil. Allerdings nicht in der sexuellen Art und Weise, sondern einfach in der nervigen. Poison Gas, raus hier. Aber er ist gleich down. Nochmal kurz den Debuff ab. Zack, komm, geh down. Yeah, hab dich. Sieht es einfach aus, soll es am Anfang auch sein. Nach und nach werdet ihr ganz schön heftig zu knabbern haben. Jetzt gucken wir mal gerade. Plus 1, ah ja, das ist tatsächlich für Chaos Magic, plus 1. Jetzt muss ich doch mal gucken, was Chaos Magic eigentlich ist. Das Ding ist Hex Orb, Hex Bolt, Anerating Hex. Chaos Magic ist das hier. Und muss sagen, da ist mir der hier sogar lieber, den ich schon anhab. Das andere, was ich anziehen könnte, macht zwar plus 5 Damage, ist sogar weniger. Ne, halt, halt, halt. Das andere ist plus 6 Damage und plus 1 zu Enervating Hex. Enervating Hex war der hier, glaube ich, ne? Das ist ja Debuff. Ich glaube, ich behalte trotzdem das an, was ich momentan habe. Was macht denn die Green Goblin Medaille? Die macht 5% Chance, eine Poison Cloud mit jeweils 18 Schaden pro Sekunde zu machen. Aber kein Spirit dazu. Dann behalte ich das erstmal an. Achso, Light Cap noch mitgenommen. Zack. Und durch die Tür gibt, glaube ich, mal eine kleine Cutscene. Nee, doch nicht. Wir können erstmal hier abgeben. Beim Nick Fury. Der bedankt sich recht schön. Da sind natürlich einige trotzdem ausgebrochen, aber immerhin haben wir ein paar wieder eingefangen. Und jetzt fliegen wir natürlich zur tollen Station, zum Avengers Tower. Ab geht's. Und das ist im Prinzip auch die Station, wo dann die ganzen anderen Helden rumlaufen, also sprich die anderen Spieler. Und dann kann man sich auch grob mit anschließen, wenn man das möchte. Ja, die Ladezeiten sind jetzt nicht unbedingt langsam. Aber man kann ja zwischenzeitlich die Tooltips wieder lesen. Auch sehr schön. Ja, meine Güte, das dauert wieder. Trinken Kaffee, geht Brötchen schmieren, mal aufs Klo gehen. Immer abschütteln, nicht vergessen. Und dann sind wir auch, ich höre schon Geräusche. Na? Bild? Oh, Cutscene. If I do say so myself. Thanks to Hydra, there will be bedlam in the streets of New York. And the list? Yes, the entire list. But I can't help but wonder, Dr. Octopus, MODOK, Wizard, what does Dr. Doom gain from their freedom? And with this, we end our transaction. This is it? This technology exploits a flaw in Tony Stark's security system. Well then, Hail Hydra. Be gone. Ja, das ist eine nette Sache. Während Hydra natürlich ihre Ziele weiterverfolgen, ist der gute Mr. Doom auch ganz schön dran. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen abgeben. Machen wir schnell. Gibt nochmal. Ach, guck mal hier. Das meine ich. Claim your reward. Also special reward for your efforts. Please accept this token of, our gratitude. Und schon habe ich Hawkeye als Charakter. We've intelled that the few escaped supervillains from the raft have been studied in Hell's Kitchen, a crime-ridden neighborhood in Manhattan. Wir sind also um und in New York und müssen die Super-Schurken aufhalten. Und natürlich ihre Handlanger, die sie leider immer so um sie sammeln. So, Agent Coulson wird die ganze Operation
natürlich sich angucken. Man erinnere sich, im Kinofilm ist er darauf gegangen, was nicht so ganz akkurat eigentlich ist. Und one of our agents can fly you to Hell's Kitchen when you're ready to go. Before you head out, you might want to talk to Ben Urich. As a local reporter, he has more familiarity with that part of the city than I do. Also ich kann mich vorher noch ein bisschen unterhalten und mich über die Stadt zu informieren. Hier ist er. Rechtsklick darauf gemacht, zack, hat man gelernt. Und möchte man einen wechseln, drückt man einfach, Moment, welche Taste war es damals? Ich habe es schon wieder vergessen. War es C? E, V? B? Nein? N? M? K? J? L schon mal ganz gut für die Questen. Y vielleicht? O? P? P ist Powers. Ü? Ach, keine Ahnung, Escape. Nein. Lass doch kurz mal gucken. Dann wisst ihr das wenigstens auch. Keybindings. Character Sheet. Was? I? War doch Inventory, genau. Ah, Moment. Ja gut, man hat auch die Möglichkeit, hier natürlich ein bisschen zu gucken, was man hier wo kann. Aber eigentlich, und ja, ich klicke gerne ein bisschen durch die Gegend. Roster. T. T war's. Da. So, und hier sieht man wirklich, wen man da eben auswählen kann. Scarlet Witch habe ich auf der 2 und Hawkeye habe ich auf der 1. Einmal doppelt draufgeklickt, oder ich glaube einmal, ganz egal. Wechselt man, schwupp, weg ist er geflogen. No. This is the first time you play this hero. Would you like to restart the story? If you select yes, any current mission progress will be lost. Das Gute ist, dadurch kriegt man nochmal XP und kann den auch auf Level 2 hin hochballern, wenn man das wirklich möchte. Er ist ja mehr der Damage-Dealer. Wir gucken uns jetzt gleich mal ganz kurz die Powers an. Fighting Power, fend away enemies in front of you with a stunning kick. Und ansonsten macht er Schaden. 2 Pfeile. Arrowheads allow archery powers to bypass enemy defenses. Shoot 3 arrows. Pin an enemy to the wall with a powerful arrow shot. Release a fan of arrows und so weiter und so fort. Oh, nicht schlecht. Ist aber eigentlich auch nicht meine Klasse. Dementsprechend machen wir jetzt einfach mal ein kleines Päuschen.